Der Winter naht und damit wird die Atmung und unsere Atemwege wieder ein ganz wichtiges Tool und Ressourcen, mit dem wir arbeiten können, um stark und selbstregulierend durch den Winter hindurchzugehen. Frei und locker und offen atmend. Dafür werde ich im Laufe der nächsten Stunden immer wieder euch einige Atemstunden anbieten, die ich jetzt auch in meinen Online-Kursen anbiete, damit ihr erstaunliche Erfahrungen und Erweiterung eures Atempotenzials lernen könnt. In dieser Stunde, die ich dir jetzt anbiete, machen wir ganz interessante Entdeckungen, wie man das Zwerchfell leichter und besser bewegen und spüren lernen kann. Ich hoffe, ihr habt dabei interessante und tiefgehende Atemerfahrungen. Viel Spaß dabei! Dann können wir erstmal wieder einfach ankommen und welcher Abdruck hinterlässt mein Körper heute auf dem Boden? Wo liegt der tiefste Ort? Das heißt, was ist sinkt am tiefsten in den Boden hinein? Ist das mein Becken oder mein Kopf? Welche andere Stellen bemerke ich? Schulterblätter? Welche Teil meiner Handgelenke oder Hände berühren den Boden. Und welche Teile berühren nicht den Boden? Ja, das sind die Orte, wo mein Körper noch arbeitet und bestimmte Muskeln das gerne lernen wollen, loszulassen. Und wir wollen gerne, dadurch, dass wir jetzt so hingebungsvoll fühlen und uns bewegen, auch diese Orte erreichen. Was macht mein Unterkiefer und die Zunge im Mund? Und ja, was verändert sich, wenn ich beginne, meinen Körper zu fühlen als Volumen? Wie zum Beispiel das Volumen meines Kopfes fühle, Volumen meiner Wangen, meiner Nase, meines Mundes, Unterkiefers, meiner Stirn, meines Hinterkopfes. Und was verändert sich, wenn ich spüre, wie das Volumen meiner Halswirbel, meines Halses ist? Was ist das Volumen? Wo ist meine Kehle? Wie viel Raum hat sie? Ist da vielleicht eine Spannung, die mir plötzlich bewusst wird? Kann ich da Raum schaffen? Wie viel Volumen hat meine rechte Schulter, rechte Schulterblatt? Der Raum zwischen Schlüsselbein und rechte Schulterblatt? Der Raum meiner linken Schulter, Schulterblatt, Schlüsselbein. Beobachtet, was sich verändert, wenn ihr Raum spürt. Volumen. Ein ganz anderes Gefühl. Das sehr tief in meinen Körper hineinwirkt. Und
Wie viel Volumen hat mein rechter Arm bis zur rechten Hand? Wie weit ist meine Handfläche? Und mein linker Arm, linke Handfläche. Wie ist das Volumen meines Brustkorbes? Wie viel Raum gibt es vor meinem Herz und hinter meinem Herz? Das Volumen um meinem Herz herum. Ist das Volumen meines Zwerchfells? Kann ich das fühlen? Das Volumen meines Bauches. Wie viel Raum ist zwischen meinem Bauchnabel und meine Lendenwirbeln? Und wie viel Raum ist zwischen mein Schambein und mein Steißbein? Was ist das Volumen meines Beckens? Und das Volumen meines Oberschenkels. Auf der rechten Seite meiner rechten Unterschenkel vom Knie. Wie viel Volumen haben Sie? Und wie verändert sich das Gefühl vom Knie, vom Bein? Wenn ich Volumen fühle, dann noch mein rechter Fuß spüre. Und dann könnt ihr noch das Volumen vom linken Bein und linken Fuß spüren. Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, linker Fuß. Dann so den ganzen Körper einmal spüren. Wie viel Volumen nehme ich ein mit meinem Körper? Und dann könnt ihr nochmal eure Aufmerksamkeit auf die Atmung lenken und nochmal beobachten, wie ihr atmet und was sich bewegt, wenn ihr ein- und ausatmet. Und ihr könnt beide Beine beugen und die Füße aufstellen. Und nochmal jetzt beobachten, ob sich etwas verändert in der Atmung, wenn ich meine Beine gebeugt habe und aufgestellt habe. Und beobachtet einen Moment, lasst euch einen Moment Zeit, um zu spüren, wie lange ist eigentlich mein Einatmen und wie lange ist mein Ausatmen? Und was ist länger, die Einatmung oder die Ausatmung? Was bewegt sich, wenn ich einatme und was bewegt sich, wenn ich ausatme?
Wir wollen in diesen kleinen Atmungserforschungsprozess vor allen Dingen das Ausatmen erforschen, studieren, beobachten, um dadurch den gesamten Atemprozess ein bisschen zu vertiefen und verfeinern. Und ihr könnt erstmal beobachten, wie das ist, wenn ihr durch die Nase ein- und ausatmet. Und dann könnt ihr das mal ausprobieren, wie das ist, wenn ihr durch den Mund, geöffneten Mund ein- und ausatmet. Ob es anders ist mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen. Bewegt sich etwas mehr oder weniger. Ein Unterschied. Bewegt sich mein Bauch, mein Oberkörper? Was passiert mit meiner Kehle, wenn mein Mund offen ist? Und dann könnt ihr nochmal vergleichen, wenn ich mit Nasenatmung das mache. Und was ist leichter für mich? Und gibt es eine Atemform, wo ich länger ein- und ausatme? Ihr könnt nochmal vergleichen mit offenem Mund. Und dann einen Moment Pause machen, einfach atmen und nachspüren. Gibt es jetzt einen Unterschied, wie ich ein- und ausatme? Einfach mal fühlen. Und dann könnt ihr bitte nochmal beide Beine beugen und die Füße aufstellen und die Hände an diesem allertiefsten Ort des Bauches legen, sozusagen über den unteren Bauchbereich, über dem Schambein. Und erstmal so gucken, wie viel Bewegung ist dort mit dem Ein- und Ausatmen. Und dann könnt ihr Folgendes versuchen. Ihr atmet ein, wir machen jetzt alles Nasenatmung. Wir atmen ein und wenn wir ausatmen, atmen wir ganz normal aus, warten einen Moment, vielleicht so, ja, solange es für mich bequem ist, vielleicht 10 Sekunden oder ein bisschen weniger. Und dann versuche ich noch mal ein bisschen auszuatmen und atme dann ein, alles durch die Nase. Ja, also ihr wartet einen Moment, wenn ihr ausgeatmet habt. Versucht dann nochmal, wenn ihr da ein bisschen gewartet habt, auszuatmen. Dann werdet ihr merken, dass dann nochmal wie so die Bauchmuskulatur und das Zwerchfell tiefer runter geht. Und dann atmet ihr ein durch die Nase. Das könnt ihr ein paar Mal versuchen. Was passiert? Geht das überhaupt, dass ich dann noch überhaupt ausatmen kann? Dann kann ich vielleicht fühlen, dass dadurch dieser untere Bereich, der da über den Schambein ist, nochmal anders sich rundet, wenn ich dann Luft hole. Ich
spüren, ob sich dann etwas anders wölbt. Und wie ist das für mich? Selbstverständlich immer im Bereich des Angenehmen bleibt. Wunderbar. Und dann loslasse. Und nachspüren. Na, und wir wissen, dass wenn wir anfangen zu atmen, weil wir manchmal sehr müde werden, auch in Ordnung. Wie atme ich jetzt? Hat sich etwas verändert? Erweitert sich ein bisschen mein Gefühl von Atmen? Dann könnt ihr bitte nochmal beide Beine beugen und die Füße aufstellen. Und jetzt durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Und das gleiche versuchen, ja, also ich atme durch den Mund aus, warte ein bisschen und dann, wenn das geht, kommt da noch ein bisschen Luft raus, nachdem ich vielleicht 10 Sekunden gewartet habe, müsst ihr gucken. Ja, wir versorgen hier gerade unseren Bauch und unseren Körper mit besonders viel Sauerstoff, gerade wenn wir auch ein bisschen warten, dann reichert sich mein Körper mit CO2 an, interessanterweise, und dadurch meine Zellen nachher mit mehr Sauerstoff. Ja, und guck, was passiert, wenn ihr nochmal ausgeatmet habt und dann atmet ihr durch die Nase ein und guckt, ob sich dann der Bauch anders wölbt. Ja, so wir versuchen richtig dann nochmal so den letzten Rest Luft auszuatmen. Das passiert sowieso nicht, da bleibt immer noch 1 Liter Luft in den Lungen. Genau, und dann zu gucken, kann ich spüren, dass wenn ich Luft hole, plötzlich in diesem unteren Bauchbereich mehr Bewegung kommt beim Atmen. Ja? Kann auch sein, dass sich das auswirkt auf meine Lendenwirbel und auf meine Entspannung sowieso. Genau. Und einmal könnt ihr dann das ausprobieren, mit dem Mund auszuatmen und einzuatmen, also dass ich dann nur durch den Mund das mache. Leichter machen, wenn ich das durch den Mund ausatme. Kommt mehr Luft, weniger Luft? Wie fühlt sich das an? Kann ich spüren, wie sich da etwas wölbt? In der unteren Bauchmuskulatur Bewegung hineinkommt. Und dann wieder einen Moment Pause machen. Und nochmal beobachten, was bewegt sich jetzt? Wie viel Volumen habe ich im Bauch, um das Becken herum, in mein Zwerchfell, in meinen Rippen? Gibt es plötzlich neue Muskeln, die sich vielleicht daran beteiligen, an der Atmung, auch an der Ausatmung? Wo ist meine Zunge und wo ist mein Unterkiefer? Was machen die, wenn ich jetzt hier so atme? Da auch Raum in meinem Mund.
Und dann probieren wir eine letzte Sache aus. Ihr könnt nochmal beide Beine beugen und aufstellen. Und jetzt könnt ihr durch die Nase ein- und ausatmen. Und wenn ihr ausgeatmet habt, wartet ihr wieder 10 Sekunden. Dann atmet ihr nochmal ein bisschen aus, so wie es halt geht. Und dann versucht ihr zu schlucken. Und dann atmet ihr ein. Und beobachtet, was die Muskulatur da unten macht, unter Umständen. Ja, also das ist eine sehr interessante Möglichkeit, da unten etwas zu bewegen, was man selten bewegt. Also ich atme ein und aus, dann warte ich vielleicht 10 Sekunden, wenn das für mich in Ordnung ist, sonst weniger. Dann atme ich nochmal ein bisschen mehr aus und dann versuche ich zu schlucken. Natürlich könnt ihr dann einatmen, wenn ihr geschluckt habt. Wie wirkt sich das aus? Was bewegt sich in meinem Bauch, in meinem Zwerchfell, wenn ich schlucke? Unter diesen interessanten Umständen. Ja, das ist eine spannende Muskulaturübung auch für meinen Vagusnerv. Ja, ich versuche das vielleicht so 2, 3 Mal, dass ich das ausprobiere, wie das ist. Mal wieder so circa 10 Sekunden warten und dann Pause machen. Und dann irgendwann mal schlucken. Und manchmal spürt man plötzlich, dass sich so ein kleiner Muskel über den Bauch und über den Schambein nochmal extra bewegt. Ein Muskel, den man kaum kennt. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ist eine Anregung für das Nervensystem. Und dann könnt ihr wieder Pause machen und einen Moment schlafen. Und beobachten, wie bewegt sich jetzt mein Bauch, gerade diese tiefste Muskulatur unten, unter dem Bauchnabel, über dem Schambein. Gibt es vielleicht Schichten, die mir plötzlich bewusst werden beim Ein- und Ausatmen der Bauchmuskulatur oder des Zwerchfells, die plötzlich auftauchen? Ja, was verändert sich, wenn ich andere Bereiche nutze beim Ein- und beim Ausatmen? In der Bewegung des Zwerchfells, das ist auch entscheidend für meine Entspannung, dass mein Zwerchfell schön schwingt. Und auch in meinem Rücken, dass mein Zwerchfell entspannt ist. Mit dieser fantastischen Vorbereitung wollen wir jetzt auch mal schauen, was wir mit dem Nacken und dem Becken machen können. Dafür könnt ihr jetzt beide Beine beugen und die Füße aufstellen. Und ihr dürft jetzt mit beiden Füßen gegen den Boden ein bisschen drücken, sodass ihr spürt, wie das Becken sich etwas rundet, sodass die Lendenwirbel sich Richtung Boden bewegen. Und beobachten, fühlen,
wie diese Bewegung durch die Wirbelsäule geht, durch den Kopf, durch den Nacken. Kann ich noch atmen und lächeln und einfach so spüren, wie viel Bewegung fühle ich in den Halswirbeln, in den Schultern und im Kopf, wenn ich mit meinen Lendenwirbeln runter. Ja, und schon haben wir beides verbunden, dass wir verstehen, mein Nacken und meine Halswirbeln hängen zusammen mit meinen Lendenwirbeln. Wir proben jetzt gleich diese Verbindung wiederherzustellen, dass mein Skelett wieder schwingt in diesem Bereich. Dann wieder loslassen. Ja, dann könnt ihr bitte nochmal beide Beine beugen und die Füße aufstellen. Und diesmal beobachten und spüren, wie viel Raum in eurem Mund ist. Wie viel Raum ist zwischen den oberen Gaumen und dem Zungenbett und zwischen der oberen Zahnreihe und der unteren Zahnreihe. Und kann ich diesen Raum des Mundes mehr öffnen? Indem ich einfach mehr Raum schaffe, aber meine Lippen bleiben zu. Was kann ich machen, wenn ich da mehr Raum schaffen möchte? Und ich gebe euch eine Idee. Das ist, als würde man gähnen wollen. Ihr könnt mal versuchen zu gähnen, aber mit geschlossenem Mund, ja, wie wenn man ganz elegant gähnt und nicht den Mund aufmachen möchte. Und das könnt ihr ein paar Mal versuchen, dass ihr jetzt diesen Raum dort größer macht, als wollte ich gähnen. Ich kann auch dann durch die Nase sozusagen Luft holen und natürlich passiert das dann, dass ich auch ganz normal gähne. Alles in Ordnung. Genau, und auch beobachten, wie jetzt mein Bauch schwingt und mein Zwerchfell. Und das mal ausprobieren. Und was macht mein Kopf und was macht mein Unterkiefer für eine Bewegung? Wenn ich jetzt versuche, meinen Mund größer zu machen, mein Mundraum. In welche Richtung geht mein Kinn? Und ich lade euch ein, das auszuprobieren. Was passiert, wenn ich so versuche, den Raum größer zu machen und mein Kinn so ein bisschen Richtung Brustbein geht? Das würde ich meinen Hals länger machen, damit mehr Platz ist im Kiefergelenk. Und dann loslassen und einen Moment Pause machen. Und spüren, wie bewegt sich jetzt meine Atmung, mein Bauch. Wie fühlt sich mein Unterkiefer an?
Und was verändert sich in meinem Muskeltonus, in der Art und Weise, wie mein Körper jetzt aufliegt, wenn ich so spüre, meine Atmung sich verändert und ich Verbindungen zwischen Becken und Nacken erforsche. Und dann könnt ihr bitte nochmal beide Beine beugen und die Füße aufstellen. Und jetzt könnt ihr erstmal den Unterkiefer ein bisschen nach vorne gleiten lassen. Zusammen mit der Zunge, so dass ich fühle, was mein Kopf macht, wenn mein Unterkiefer nach vorne gleitet. Und ihr dürft gerne die Finger so ein bisschen am Unterkiefergelenk neben den Ohren legen, so dass ihr spüren könnt, was das Unterkiefergelenk macht und wie da so ein kleiner Raum entsteht, wenn ich meinen Unterkiefer nach vorne gleiten lasse und meine Zunge. Und was macht mein Kopf jetzt? Könnt ihr spüren, dass wenn ihr den Unterkiefer nach vorne gleiten lasst, der Kopf so ein bisschen nach hinten fällt, weil mein Kinn Richtung Decke geht. Falls ihr das nicht spürt, dürft ihr es einfach mal ausprobieren, dass ich das mache, begleiten. Das heißt, ich schiebe meinen Unterkiefer ein bisschen nach vorne, kann auch meine Zunge ein bisschen nach vorne gleiten lassen. Also das Raum entsteht in meinem Unterkiefergelenk und ich so ein bisschen nach oben gucke. Dann kann ich fühlen, was sich da bewegt im Nacken und im Unterkiefer. Und wieder loslassen. Sehr schön. Jetzt könnt ihr bitte nochmal beide Beine beugen und die Füße aufstellen. Und jetzt nochmal mit dem Becken so ein bisschen kippen, indem ich mit den Füßen gegen den Boden drücke, sodass ich fühle, wie meine Lendenwirbel sich anfangen zu bewegen. Und die Bewegung durch meine Wirbelsäule, durch meinen Hals, vielleicht bis zum Kopf geht und ob ich jetzt spüren kann, ob irgendwas in der Bewegung auch des Kopfes leichter wird, wenn ich jetzt mit dem Becken kippe. Das heißt, dass die Verbindung zwischen der rundenden Bewegung des Beckens oder der kippenden Bewegung und mein Schädel etwas klarer zu fühlen ist. Und ich fühlen kann, wie mein Kinn so ein bisschen jetzt auf und ab schwingt. Genau, und wie meine Lendenwirbel und Halswirbel sich zusammen bewegen. Kann ich atmen? Kann ich noch diese untere Muskulatur meines Bauches spüren, mit der ich jetzt gerade noch geschwungen habe und geatmet habe? Und was macht mein Unterkiefer jetzt? Sehr schön. Und ihr könnt mal auch versuchen, so ein bisschen zu wippen, dass ich nicht nur mein Becken runde, sondern wenn das geht, wie so ein bisschen flup, flup, flup. Ja, so dass ich fühle,
wie es durch die Lendenwirbeln, durch die Halswirbeln in den Kopf. Ein bisschen. Genau, sehr schön. Meine Schultern spüren und die Rippen fühlen. Und dann loslassen und Pause machen. Was passiert mit der Zunge im Mund, mit dem Unterkiefer? Wie atme ich jetzt? Kann ich nochmal so zurückkehren auf die Atmung und fühlen, was sich in der Atmung bewegt? In diesem untere Bauchmuskulatur, aber auch wie mein Zwerchfell schwingt. Und dann könnt ihr bitte nochmal beide Beine beugen, die Füße aufstellen. Und jetzt könnt ihr nochmal versuchen zu gähnen. Und zwar so, dass ihr jetzt den Mund öffnet und auch ein bisschen die Zunge rauslasst, sodass ich so gähne, dass ich mir vorstelle, dass ich so richtig den hinteren Bereich meines Zungengrund mit frischer Luft versorge. Also ich gähne so. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil dann kann man auch plötzlich husten. Dass ich so das Gefühl habe, ich lüfte ganz weit hinten, sodass sich meine Kehle sehr weit öffne. Und ich spüre, wie meine Zunge rausgeht und mein Unterkiefer und auch mein Kopf dadurch sich so ein bisschen nach hinten wendet. Ja, und wie bewegt sich mein Zwerchfell, mein Becken? Und beobachtet, wenn ich eine Bewegung jetzt machen würde mit dem Becken, was wäre das? Runden oder strecken? Und probiert es aus, das Becken mitzukippen, während ihr diese interessante Bewegung mit der Kehle und mit den Unterkiefern macht. Und ich verrate euch schon, dass das Interessante ist, dass wenn mein Kopf nach hinten geht, ich mein Becken runden kann. Und lasse ich wieder los, sodass ich dann mein Unterkiefer wieder gleitet. Genau. Und Pause machen. Ja, und ich kann auf zweierlei gähnen. Ich kann so gähnen, dass mein Unterkiefer Richtung Decke geht und mein Kopf nach hinten gleitet. Und ich kann auch so gähnen, dass mein Unterkiefer nach unten geht und Richtung Brustbein zeigt. Ne? Die zwei Möglichkeiten. Entweder bewege ich mehr meinen Unterkiefer, oder ich bewege mehr mein hinteres Gelenk vom Nacken. Das ist, was uns besonders interessiert, weil das ist häufig sehr fest. Dort, wo mein Kopf balanciert, Schädelbasis. Ja, und jetzt spüren wir einfach nochmal, wie fühlt sich mein Mund, mein Unterkiefer an.
Ja, und dann könnt ihr bitte nochmal beide Beine beugen und die Füße aufstellen. Und erstmal ein wenig die Knie nach rechts und nach links sinken lassen, sodass ich spüre hier, wie mein Becken sich dreht und rollt. Und dass ich spüre, wie die gesamte Wirbelsäule sich dreht und rollt durch diese Sinken des Beckens langsam, nicht zu doll, langsam, sodass ich Zeit lasse, meinen Faszien und den Zwischenräumen der Wirbelsäule sich zu spüren. Sehr schön. Ja, und was mache ich mit dem Kopf? Und ich kann meinen Kopf anfangen, ein bisschen zu rollen und zu drehen in entgegengesetzter Richtung. Und wieder Pause machen. Ja, wie breitet sich jetzt mein Gewicht aus? Wie verändert sich mein Gefühl von Volumen? Kann ich so zurückkehren zu meiner Atmung und beobachten, ob sich etwas anders bewegt? Wenn ihr wollt, könnt ihr zwischendurch nochmal in der Pause einfach nochmal ein- und ausatmen und dann warten. Dann wollen wir nochmal ein bisschen ausatmen und schlucken und dann nochmal einatmen, sodass man dazwischen sich wieder daran erinnert, welche Bewegungen beim Bauch, meine Bauchmuskeln machen können, wenn ich ja neue Perspektiven erkunde der Bauchatmung. Dann könnt ihr jetzt nochmal bitte beide Beine beugen, die Füße aufstellen. Und ich fange erstmal an, meinen Kopf nur gleiten zu lassen, sodass einmal mein Kinn Richtung Brustbein geht und einmal mein Kinn Richtung Decke zeigt. Und vielleicht könnt ihr selber spüren, dass wenn ich nach oben schaue, mein Mund eigentlich aufgehen will. Und nach unten, dann geht er sowieso zu. Ne? Und das erlaube ich jetzt auch. Das heißt, ich lasse nur meinen Kopf gleiten, sodass ich einmal mein Kinn Richtung Brustbein geht und einmal Richtung Decke. Und wenn mein Kinn Richtung Decke geht, dann öffnet ihr den Mund und vielleicht merkt ihr, dass dann nochmal wie so ein Stückchen weiter der Kopf sich noch bewegen lässt. Ja? Also ich mache nach unten und nach oben. Und wenn ich nach oben zeige mit dem Kinn, öffne ich meinen Mund. Ja. So dass ich fühle, dass die Bewegung, ich bewege sozusagen meinen Oberkiefer, dass die Bewegung meines Kopfes, meines Schädels, noch meine Bewegung hinten im Schädel bewirkt. Genau. Und dann erstmal loslassen und Pause machen. Das ist hier eine Urbewegung.
Wie viel Raum ist jetzt in meinem Mund? Wie viel Volumen hat jetzt mein Körper? Dürft ihr noch mal bitte beide Beine beugen, die Füße aufstellen. Und wir probieren das erstmal aus, dass wir wieder diese Bewegung machen, dass ich ganz viel Raum schaffe in meinen Mund und spüre, also mein Mund ist geschlossen und ich mache sehr viel Raum und spüre, was das mit meinem Nacken macht, in welche Richtung sich meine Halswirbel bewegen und mein Schädel. Und dann versuche ich diesen Raum zu reduzieren. Das heißt, ganz klein machen, dass kein bisschen Raum mehr ist im Mund. Und beobachtet, wie sich das auswirkt auf die Bewegung im Nacken und in der Halswirbel und in der Lendenwirbel vielleicht auch, aber in der Kehle. Also ich reduziere, ich drücke alles zu dort, sodass kein Raum mehr da ist. Was mache ich dann mit dem Mund, mit der Zunge, mit dem Unterkiefer? Ja, dass wir mal beobachten, wie interessant das ist, wenn man diesen Raum da klein macht, wie sich das auswirkt auf die Halswirbeln, auf die Schädelbasis. Ja, und wir wiederholen das ein paar Mal. Ich öffne diesen Raum. Mein Mund bleibt zu, aber ich mache den ganz groß, so als würde ich gähnen. Ihr könnt auch gähnen, wenn ihr wollt, so mit geschlossenem Mund. Und dann schließe ich alles dort und mache das ganz eng. Wie fühlt sich das an? Genau. Und dann könnt ihr wieder loslassen und alles langlegen. Spüren, was mache ich mit der Zunge im Mund, mit dem Unterkiefer, mit meiner Atmung. Ja. Mache ich. Alles Gute, Verena. Wie fühle ich jetzt mein Aufliegen? Ja, dann drücke ich noch mal beide Beine, beuge ich noch mal beide Beine. Du kannst das auch gerne von der Seite aus, Claudia, machen. Und jetzt fange ich noch mal an zu kippen mit dem Becken, so dass ich mein Becken runde und mein Becken strecke und spüre, wie diese Bewegung schwingt durch die Wirbelsäule, sodass mein Kopf sich bewegt und mein Kinn auf und ab geht und ich vielleicht fühlen kann, dass in einem gewissen Moment mein Kopf dann nach unten gleitet, mein Kinn nach unten gleitet und ich die Lendenwirbel durchdrücke. Und dann runde ich und mein Kopf fällt nach hinten. Aber versucht mal zu spüren, ob ihr fühlen könnt, wie diese Bewegung vom Becken durch die Wirbelsäule geht bis zum Kopf und dass mein Kopf so rauf und runter schwingt. Und ob das vielleicht jetzt verbundener geworden ist, dass ich so merke, meine Wirbelsäule bewegt sich jetzt eher schon zusammen und dass mein
Kinn auch immer so ein bisschen nickt dabei. Und ihr könnt es sogar versuchen, das zu erlauben, dass ich dann, wenn mein Becken kippt und ich beschreibe das mal ganz genau, wenn ich die Lendenwirbel vom Boden löse und ein Bogen unter meinen Wirbeln ist, dann gleitet mein Kinn Richtung Brustbein. Und wenn ich mein Becken runde, sodass die Lendenwirbeln sich gegen den Boden bewegen, geht mein Kopf Richtung Decke. Und ich kann auch dann meinen Mund ein bisschen öffnen, das heißt, meinen Unterkiefer ganz locker lassen, sodass eigentlich, wenn ich jetzt mit dem Becken kippe, mein Mund immer so ein bisschen auf und zu geht. Also, dass ich jetzt diese Verbindung zwischen meinen Hüftgelenken und mein Unterkiefer fühlen kann. Öffnen, schließen und auch mein Becken, Hüftgelenke schwingen auf und ab, zusammen mit meinem Unterkiefer. Und wie atme ich? Kann ich da noch so eine lockere Bauchmuskulatur spüren? Ein lockeres Zwerchfell, das mitschwingt? Kann ich noch lächeln dabei und wieder loslassen und alles langlegen. Jetzt könnt ihr mal in der liegenden Lage die Füße ein bisschen beugen und strecken, so dass ihr die Fußgelenke fühlt. Ja, also ich beuge und strecke meine Fußgelenke, dadurch gehen meine Ballen auf und ab und spüre schon mal, wie geht die Bewegung in die Beine, in die Knie. Welche Unterschiede spüre ich zwischen rechts und links? Wie bewegen sich beide Gelenke? Bewegen sie sich unterschiedlich? Und dann loslassen. Jetzt könnt ihr das noch einmal versuchen, indem ihr mit den Füßen so wippt. Das heißt, ich beuge und strecke sie, aber so, als würde ich wie so ein bisschen fast so wippen, hüpfen, schaukeln mit den Füßen, sodass jetzt mit gestreckten Beinen unter Umständen auch so eine wippende Bewegung im Becken und durch die Wirbelsäule bis zum Kopf entstehen kann. Vielleicht. Ja, so flup, 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 flup. Genau. So dass meine Wirbeln und mein Nacken und meine Halswirbeln alles ein bisschen auf und ab schwingen. Kann ich meinen Unterkiefer und die Zunge im Mund locker lassen. Und auch jetzt so diese Atmung geschehen lassen, dass ich vielleicht, wenn ich einatme, immer fühle, wie mein untere Bauchmuskel sich auch noch mitbewegen. Meine Zunge und mein Unterkiefer ganz locker sind, noch ein bisschen Raum im Mund da ist. Ganz wunderbar. Und wieder loslassen.
Ja, ihr könnt euch auch immer auch zur Seite legen, so zwischen. Ihr könnt euch alle mal auf die Seite, egal auf welche, legen. Wir machen hier noch einen kleinen Exkurs auf die angenehme Seitenlage. Genau, ganz bequem auf der Seite liegen. Und jetzt dürft ihr einfach nur ganz langsam und ganz vorsichtig das rechte Knie so ein bisschen vor und zurückgleiten lassen, so dass mein Becken so ein bisschen vor und zurück rollt. Also das ist jetzt nicht beugen und strecken, genau, sondern nur rollen. Genau. Und so, dass ich fühle, dass deine Bewegung im Kreuzbein, in den Lendenwirbel möglich ist. Und ich so durch diese horchende Bewegung in mein Kreuzbein, in mein Becken, in den Hüftgelenken, in den Lendenwirbeln, also ein bisschen Bewegung hineinbringe. Atmen, so dass ich auch meine Bauchmuskeln, die ganz tiefen, fühlen kann. Loslassen. Pause machen. Und dann könnt ihr beide Arme vor euch langlegen und die ausstrecken, die Handflächen aufeinander legen und dann den oberen Arm vor und zurück gleiten lassen, so dass ich jetzt mein Schulterblatt, meine Rippen, mein Brustkorb bewegen lasse. Ja. Sehr schön. Und Pause machen. Sehr schön. Und jetzt könnt ihr beides vor und zurück bewegen. Also wir lassen die Arme vor uns liegen, die Handflächen aufeinander und mein Becken und mein Schulterblatt gleiten vor und zurück, sodass ich wie so ein bisschen rolle. Ja, und das ist etwas, was ich euch sehr empfehle, wenn ihr mal so merkt, oh, mein Rücken und meine Lendenwirbeln, einfach so ein sanftes Rollen des Skeletts. Dadurch bewegen wir die Lendenwirbeln völlig ungefährlich und alles rollt und dreht sich. Genau, ja, so ich rolle dann so ein bisschen, mein Becken rollt vor und zurück. Mein Knie, das lasse ich nur so ein bisschen vor und zurück gleiten. Das ist nicht so eine große Bewegung. Nur so ein bisschen, beide Knie liegen aufeinander und das obere Knie gleitet so ein bisschen über das untere Knie. Und meine Hand gleitet halt die obere Hand über die untere. Genau, dann könnt ihr wieder Pause machen. Und dann dürft ihr nochmal auf die andere Seite rollen. Dann probieren wir es auch noch auf der anderen Seite.
Und dann rollt ihr hier auch noch mal ein paar Mal vor und zurück. Einfach, dass ich meine Arme vor mir langlege und so ein bisschen mein Knie. Die Beine sind gut gebeugt, also am besten in so einen geraden Winkel, Claudia. Das heißt, dass mein Knie ein bisschen höher ist. Ja, genau. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu sehen von der Kameraperspektive. Genau. Na, aber dass die Beine so richtig gut gebeugt sind, weil dadurch kann mein Knie leichter vor und zurück gleiten. Und einfach von beiden Seiten so ein bisschen rollen. Und mein Kopf rollt mit. Meine Nase zeigt mal Richtung Boden und Richtung Decke. Ja, wunderbar. Ja, das ist immer eine gute Strategie, den Körper wieder in Sicherheit zu wiegen. Und wie atme ich ein und aus? Ganz wunderbar. Und dann könnt ihr einfach nochmal liegen bleiben, wenn ihr wollt, auf den Rücken rollen, aber ihr könnt auch Pause machen auf der Seite, wenn das jetzt gerade so angenehm ist. Dann bleibt ihr auf der Seite und lasst jetzt einfach nochmal schön nachschwingen. Alles, was wir bewegt haben, wie ich jetzt atme, ob ich da Bewegung spüre, ganz tief in mein Zwerchfell bis tief unten über mein Schambein. Und wie jetzt der Raum in meinem Mund ist, wie ich meine Halswirbeln anfühlen. Und wie mein Körpervolumen ist. Ja, und ich würde sagen, ich lasse euch jetzt so, genau, legt euch so hin, wie es für euch gut ist und bleibt noch ein bisschen liegen, vielleicht noch mal einschlafen. Heute haben wir von oben bis unten alles Mögliche gefühlt und bewegt und auch darauf vertrauen, dass das, was vielleicht noch heute ein bisschen verspannt ist, über die Nacht auch noch mal besser wird. Na, dass das wirkt ja immer noch mal so weiter und tiefer. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend und lasst es schön nachschwingen und ganz viel gähnen. Bis nächste Woche. Ciao.